Du bist jetzt schon seit November 2013 bei uns unter Vertrag. Was hat dich dazu gebracht, weiter mit Pistenbully zusammenzuarbeiten? Ja, also es hat vor den letzten Olympischen Spielen angefangen, die Zusammenarbeit. Es war auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Also es passt thematisch sehr, sehr gut. Pistenbully ist ja auch Partner vom Verband, vom Deutschen Skiverband, auch von der FIS und ist einfach bei uns im Sport extrem wichtig, dass überhaupt die Kurse gebaut werden können. Und ja, es ist auch toll, dass man mit so Partnern dann was für einen Nachwuchs machen kann, wie das Pistenbully Kids Camp beispielsweise. Okay. Du betreust ja ein Skikurscamp. Wie wichtig ist dir das Engagement den Kindern gegenüber? Ja, mit den Kindern ist es natürlich immer gut, gerade in so einer Jugendsportart, wenn man da was für den Nachwuchs tun kann. Und es ist immer wieder schön zu sehen, zum einen, wie schnell die Kinder das lernen, zulernen und vor allem mit welcher Begeisterung sie dabei sind. Also wir haben das gemacht und mussten die Kids dann eigentlich nachmittags um 4 dazu zwingen, aufzuhören, weil die einfach immer weiterfahren wollten. Von dem her ist das einfach schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und mit welchem Eifer die da dabei sind. Okay. Wie sieht dein Tagesplan bei einem Trainingslager aus? Es kommt natürlich sehr darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Wenn man es davon ausgeht, dass wir sind auf dem Gletscher zum Training, dann ist natürlich sehr früh aufstehen angesagt, weil wir eigentlich mit dem Sonnenaufgang anfangen Ski zu fahren, um die guten Bedingungen mitzunehmen. Sind dann so 3-4 Stunden draußen auf Schnee, fahren da einfach unser Programm. Dann ist nach dem Mittagessen ein bisschen Ruhe angesagt und dann machen wir in der Regel eine zweite Einheit, wo wir nur Krafttraining machen, Ausdauertraining, Stabilisation, so 1,5 Stunden. Dann kommt noch Physiotherapie dazu, also dass uns die Physios für den nächsten Tag entsprechend wieder herrichten, dass wir am nächsten Tag wieder gut regeneriert sind und da auch wieder Gas geben können. Und dann ist noch Videoanalyse mit den Trainer, wo man einfach das, was man am Tag gemacht hat, nochmal analysiert, bespricht, versucht verschiedene Dinge zu optimieren. Und dann nach dem Abendessen ist eigentlich ja Zeit zur freien Verfügung, sage ich mal, da wo man entweder Karten spielen oder Playstation oder einfach nur Fernsehen schauen, wenn okay. man mal sehr Ruhe haben will. achtest du als Sportler auf deine Ernährung, wenn ja, auf was? Ja, da achte ich schon seit jetzt 2 oder 3 Jahren sehr drauf, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut mir das tut, quasi also körperlich und auch von der Leistungsfähigkeit einfach her. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen strikten Plan habe, was ich wann zu essen habe, aber ich habe einfach gewisse Strategien, in welchem Training ich was esse und auch zu welchem Zeitpunkt. Und dann ernähre ich mich einfach sehr bewusst. Also ich weiß, auf welche Produkte gut sind, welche schlecht sind. Verzichte zum Beispiel fast komplett auf Weizenprodukte einfach, ist sehr viel Dinkelprodukte. Und dann am Wettkampftag selber habe ich natürlich einen sehr strukturierten Plan einfach, dass ich zur richtigen Zeit auch die Nährstoffe eben verdaut habe, dass ich weiß, wann ich wie viel zu essen habe und da ist es eigentlich strukturiert immer das Gleiche, damit ich mich darauf einfach verlassen kann und weiß, wie reagiert mein Körper drauf und dass ich auch entsprechend fit bin dann. Okay, was bedeutet Olympia für dich? Ja, Olympische Spiele sind immer was sehr, sehr Großes. Einfach medial, auch vom Drumherum ist es ganz anders organisiert, einfach weil so viele Sportler da sind, dass das Event selber an sich so groß ist. Und was ich am coolsten finde, ist, dass man sehr, sehr stark merkt, wie gerade hier in der Region, wie viele Leute da wirklich hinter einem stehen. Das tun die sicher auch die anderen Jahre genauso, aber da merkt man es doch sehr und das ist das, was mich auch 2014 sehr, sehr beeindruckt hat und mir auch ein gutes Gefühl gibt, wenn man merkt, wie viele Leute hinter einem stehen und auch die Daumen drücken. Okay. Wie bereitest du dich in der kurzen Zeit für Olympia vor? Ja, also die Phase direkt vor den Olympischen Spielen, wenn man jetzt von der letzten Woche ausgeht, ist eigentlich mehr so, dass da eigentlich hauptsächlich organisiert wird, was nur zu tun ist, weil das immer mit dem Gepäck relativ aufwendig ist, dass es da hinkommt mit der kompletten Olympiamannschaft. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf Schnee gehen werden, das kommt darauf an, wie früh wir rüberfliegen, das weiß ich noch gar nicht. Oder mich dann auch nochmal körperlich einfach darauf vorbereiten, okay. Die eine oder andere Trainingseinheit machen, aber ansonsten nichts so Spezielles. Okay, wie gehst du mit Druck um? Ja, Druck ist natürlich immer, ob man sich selber macht oder nicht. Also natürlich weiß ich, was eben vom Verband erwartet wird, was auch meine eigene Anspruchshaltung ist, aber wir sind jetzt
da im Team nicht so unterwegs, dass mein Trainer permanent hinter mir steht und sagt, weh, du verkackst das quasi. sondern wir wissen alle, was die Ziele sind, wo es hingeht, aber das bringt mir nichts und auch die anderen nichts, okay, wenn ich da am Start stehe, ja, und groß Druck fühle. Ich versuche, meine Leistung zu bringen, und wenn ich das schaffe, dass ich das, die Leistung abrufe, oder meine beste Leistung abrufe, dann, mhm, bin ich zufrieden, unabhängig davon, was rauskommt. Ja, und von dem her mache ich mir, sage ich mal, nicht so viel Druck, wie eigentlich drumherum da ist, weil es eigentlich meiner Meinung nach nichts bringt. Okay, ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was sind deine langfristigen Ziele nach Olympia? Ja, das ist natürlich schwierig, so weit immer im Voraus zu planen. Es kommt natürlich darauf an, wie es körperlich bei mir aussieht, auch von der Leistung her. Es ist so, dass auch der Verband immer in so 4 Jahreszyklen zwischen den Spielen plant. Von dem her muss man da schauen, was sich an dem Sport tut. Aber klar, übernächstes Jahr sind dann wieder Weltmeisterschaften in den USA. Das, mhm, ist natürlich auch nochmal ein Ziel für mich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, nochmal ein Jahr einfach weiterzumachen, weil mir der Sport nach wie vor sehr viel Spaß macht und sehr viel gibt. Und von dem her sind das so die weiteren Ziele. Okay, gut.